hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. In diesem Video nur ganz kurz gezeigt, und zwar Ubuntu Mate. Ich starte dazu mal VirtualBox und fahre einfach mal Ubuntu Mate 22.10 hoch. Locke mich ein, installiert ist es schon. Und ich habe Ubuntu Mate auch schon ein wenig verbastelt. Und zwar so nach meinen Bedürfnissen. Ja, wie man sieht, habe ich ein dunkles Thema gewählt. Das Begrüßungsfenster schließe ich mal eben. Das sieht in etwa so aus. Habe die untere Leiste entfernt und mir stattdessen diesen Plank hier installiert. Ich kann ja mal ganz kurz schauen, wo wir hier sind. Wir haben hier einen Kernel, den 5.19er. Minus A, und zwar Ubuntu 22.10. Wie gesagt, und dass es Mate ist, erkennen wir unter anderem jetzt hier dran. Ja, ich habe Ubuntu Mate ein wenig verbastelt. Ich habe zum Beispiel Kombis installiert, um zum Beispiel, wenn man jetzt hier erkennt, um zum Beispiel einen virtuellen Desktop zu haben. Jetzt hier so ein paar Effekte zu bekommen. Den Würfel habe ich installiert. Ja, so ein paar Spielereien wie wackelige Fenster, brennende Fenster und ähnliches. Und jetzt habe ich hier gerade gesehen, es gibt hier noch ein Tweak-Tool. Das hieß, glaube ich, Mate-Tweak. Da habe ich noch gar nicht reingeschaut, was das genau sein soll. Okay, ob ich die persönlichen Ordner sehen möchte? Nein, eingebundene Verzeichnisse möchte ich auch nicht sehen. Schreibtischsymbol anzeigen? Ja, können wir mal lassen. Was können wir hier noch machen? Dock aktivieren? Was ist Dock aktivieren? Weiß ich nicht. Passiert nichts. Hier passiert auch nichts. Aufklapp Terminal. Ich glaube, das lässt sich mit F12 öffnen. Jawohl. Das finde ich eigentlich, das ist eine feine Sache. Kann man es auch größer machen? Nee, das geht leider nicht. Die Schrift kann ich jetzt hier nicht vergrößern. Und wenn man mal schnell ein Terminalfenster aufrufen will, warum nicht? Das lasse ich mal. LED aktivieren. Okay, jetzt habe ich hier oben etwas. Ach, jetzt hier Dock. Okay, ich verstehe. Jetzt wäre das Dock weg. Ja, machen wir doch mal wieder einen Haken hin, dass das Dock da ist. Gut, was haben wir denn hier bei Mate noch für Möglichkeiten? Suchwerkzeug. Was ist denn ein Suchwerkzeug? Okay, hier kann ich nach Dateien suchen. Ja, jetzt ist eine virtuelle Maschine jetzt schlecht zu testen. Was haben wir hier noch für eigene Tools? Terminal ist klar, Wörterbuch, Farbauswahl. Gut, Festplattenbelegung. Ja, das sieht schon etwas anders aus. Das Fenster mal ein bisschen größer. Da kann ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so viel mit anfangen. Dreiviertel voll, okay. Kann ich mit leben. Was haben wir noch an eigene Tools? Ich denke mal, das war es auch schon. Hier ist so eine Hilfe. Brauche ich nicht. User Manager. Was ist denn ein User? Ach, Benutzerverwaltung. Okay. Hier könnte ich vielleicht mal ein anderes Bild aktivieren. Warum nicht? Oh, Fahrrad ist immer gut. Was habe ich beim nächsten Login? Ein Fahrrad als Symbol. Auch nicht schlecht. Oh, VirtualBox ist vom Standard her schon installiert. Könnte ich eine virtuelle Maschine in einer virtuellen Maschine starten? Macht nicht so wirklich Sinn. Hier ist so eine kleine Auflistung. Okay, zum Beispiel über den Kernel. Ich kann hier sämtliche Aktivitäten nochmal begutachten. Ja, da kommt schon einiges zusammen an Daten. Aber wenn man gezielten Fehler sucht, ist das mit Sicherheit hilfreich. Was haben wir noch? Kombis ist klar. Was mich noch interessiert, ist natürlich hier dieses Menü hier. Ob man das irgendwie noch so ein bisschen verändern kann. Also ich kann es zum Beispiel jetzt nicht größer machen. Das finde ich ein bisschen schade. Muss man immer hier mit den Balken so nach oben und nach unten ziehen. Das könnte ja ruhig ganz groß sein. Also das ist natürlich ein bisschen blöd. Und jetzt habe ich hier zweimal ausschalten.
Hier drüber kann ich ausschalten und hier drüber könnte ich ausschalten. Ist ein bisschen doppelt gemoppelt. Systemeinstellung kann ich hier drüber öffnen und kann ich auch hier drüber öffnen oder ist da was anderes? Mal eben kurz gucken, nicht dass ich was Falsches sage. Ne, ist das Gleiche, ne? Das habe ich immer so ein bisschen so an Mate, beziehungsweise damals auch unter GNOME 2 war das ja auch so, dass etliche Eintragungen irgendwie doppelt und dreifach sind. Und hier habe ich schon wieder Einstellungen. Hier habe ich Einstellungen. Hier habe ich den gleichen Inhalt. Ich kann das ja mal eben öffnen. Wie jetzt zum Beispiel hier. Wir können das ja eben noch mal miteinander vergleichen. Mach das mal ein bisschen größer. Und jetzt schauen wir mal, wenn ich hier bei Einstellungen gehe, Bildschirme, habe ich rechts auch. Bevorzugte Anwendungen habe ich da auch. Bildschirmschoner habe ich da auch. Bluetooth habe ich da auch. Hier zum Beispiel Bluetooth zweimal, einmal Bluetooth Adapter, Bluetooth Manager. Mal eben schauen, was daran der Unterschied ist. Jetzt hätten wir Bluetooth aktiviert. Okay, und der Bluetooth Manager, was ist an dem anders? Okay, das sind zwei verschiedene Softwaren. Scheinbar. Warum das nicht zusammen integriert? Bisschen unverständlich. Auf mal alle Einstellungen. Unter Einstellungen habe ich auch hier unter Steuerzentrale. Hier ist es Steuerzentrale und hier heißt es Einstellung. Ne? Doppelt. Dreifach sogar. Drei Einträge. Und das ist das, was mich eigentlich schon immer gestört hat. Dass so viel doppelt und dreifach hier im Menü ist. Und dadurch wird alles zu sehr aufgebläht. Früher gab es ein Programm, das nannte sich Hauptmenü. Das gibt es immer noch. Genau, dann kann man hier zum Glück da auch nochmal so ein bisschen Ordnung schaffen. Aber die Einstellung bekomme ich hier nicht raus. Ich kann die jetzt hier nicht deaktivieren. Ups, was habe ich gemacht? Öffnen wir nochmal, machen nochmal. Haupt, sollte ich auch richtig schreiben? Hauptmenü. Also können zum Beispiel jetzt bei Spiele. Hier könnte ich etliches durch Anklicken anzeigen lassen oder auch nicht anzeigen lassen. Aber Einstellung geht leider nicht. Hier haben wir noch Systemwerkzeuge, das ist glaube ich ja was anderes. Das wäre das hier unten. Ja, Hardtopf. Ja, warum wird das hier nicht mit angezeigt? Das gehört eigentlich ja schon zu System. Systemwerkzeuge. Ja, und auch vom Bedienen her, das sind so Kleinigkeiten. Wenn ich jetzt hier mit der Maus jetzt hier rüber will, gehe so ganz leicht nach oben, dann bin ich schon wieder in einer anderen Menüspalte. Da muss man wirklich pixelgenau die Maus immer so bewegen. Wäre natürlich schöner, wenn man einfach jetzt hier sowas anklicken könnte. Sagen wir Büro. Auch wenn ich mit der Maus nach unten gehe und das bleibt bei Büro. Wisst ihr, was ich meine? Das sind so Kleinigkeiten, die mich schon immer an Gnome 2 / an Mate gestört haben. Ich gebe mal eben ein à la carte. Mich würde mal interessieren, ob Hauptmenü und à la carte das gleiche ist. Okay, früher hieß das, meine ich, à la carte. Mittlerweile heißt das Mozo. Ich mal eben gerade so mal eben einmal abgeschickt. Aber das wäre jetzt nur so eine Nebeninformation. Aber ich finde, Ubuntu Mate hat auf jeden Fall Potenzial, keine Frage. Wenn die Kleinigkeiten noch verbessern würden, oder zumindest, dass man die Chance hat, das so einzustellen, wie man es ganz gerne haben möchte, dann wäre das definitiv eine schöne Alternative für mich. Alleine schon, weil es Compiz unterstützt und ich ja solche Spielereien natürlich unheimlich toll finde. Man es braucht oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es macht einfach nur Spaß. Und auch hier so mit dem Plank-Menü kann man da schon einiges raus machen, definitiv. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft Ubuntu Mate im Auge behalten und die ganze Entwicklung weiterverfolgen. Ja, so in der Hoffnung, dass das eine oder andere kleine noch ein bisschen optimiert wird. Das würde ich auf jeden Fall sehr begrüßen. Mate hätten wir jetzt hier in der Version 1.26.0.
Genau, vielleicht tut sich da noch etwas in der Hinsicht. Das wäre eine schöne Sache. Dass Synaptic von vornherein mit installiert ist, das finde ich natürlich auch eine super Sache. Weil darüber lässt sich auch immer ganz prima Software nachinstallieren. Oder wenn man auch mal Software sucht, finde ich, ist das immer eine schöne Sache. Oder genau, es gibt ja noch diesen Mate Software Center. Ich kann da mal ganz kurz gucken. Die Software Boutique von Mate ist natürlich auch anders als das klassische GNOME Software Center. Ob es besser oder schlechter ist, ist ja mal dahingestellt, aber zumindest ist es erstmal ein komplett anderes Design, definitiv. Wenn man jetzt hier mal irgendetwas sucht, gehen wir mal ein. Das könnten wir mal suchen. Jetzt hier mal suchen. Kdenlive. Kdenlive gibt es nicht. Okay. Was ist das denn? Gehen wir jetzt hier auf Video. Vielleicht bin ich jetzt hier irgendwie ein wenig falsch. Gehen nochmal auf Suchen. Kdenlive. Es gibt kein Kdenlive. Das ist natürlich ein bisschen merkwürdig. Shortcut ist mit installiert. Ich check noch mal eben nach, ob über die Paketquellen vielleicht Kdenlive zu installieren ist. Ja, doch, über die Konsole kann man definitiv Kdenlive installieren. Ich kann das ja einfach mal machen, just for fun. Aber über die Software Boutique komischerweise nicht. Ich kann mir noch mal den Dateibrowser hier anschauen, weil hier haben wir nämlich Kaya im Einsatz. Was an dem natürlich gut ist. Ups. Ich wollte eigentlich Vollbild machen. Hier haben wir natürlich diesen UseTree-Baum, Baumansicht. Der ist von vornherein aktiviert. Typ, man kann sofort also nach Typen ordnen. Das finde ich auch gut. Und Listenansicht. Das funktioniert alles. Wenn ich jetzt F3 drücke, mal eben testen. Hat man sofort einen geteilten Bildschirm, ja, einen geteilten Browser hier. Das finde ich schon mal sehr gut. Da kann natürlich Nautilus einiges von abschneiden, definitiv. Wenn ich jetzt Steuerung, hier ist die Steuerung-Taste drücke und mal am Rad drehe, ja, dann kann ich dementsprechend auch das mal so ein bisschen vergrößern. Das finde ich jetzt hier ganz gut. Wie sieht es mit, wenn ich auf Bilder gehe, hat man auch so eine kleine Vorschau. Ja, hat man auch. Dann bin ich dann sofort in der Symbolansicht. Aber größer geht nicht. Das wäre jetzt die größte Ansicht. Und hier wäre die Listenansicht. Mal ganz schauen, welche Version wir jetzt hier haben. 1.26.1. Und hier steht sogar Nautilus Autors. Oder ist das der echte Nautilus? Ich dachte immer, der von GNOME, was jetzt Dateien sich schimpft, das wäre der echte Nautilus. Da muss ich doch mal eben nachschauen. Also Kaya stammt von Nautilus ab. Okay, das ist natürlich sehr interessant. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Ja, so viel zum Dateibrowser, der mir auch sehr, sehr gut gefällt. Oh, was ist hier los? Warum dauert das hier so lange? Also das ist ein dickes Pluspunkt auf jeden Fall, im Gegensatz zum GNOME Desktop. Und auch hier wird wieder KDE Connect mit installiert. Das liegt an Kdenlive. Hier werden diese drei Apps werden automatisch mit installiert, warum auch immer. Das verstehe ich nicht so ganz. Warum immer so etwas passiert. Ich versuche mal hier das Panel noch ein bisschen weiter zu bearbeiten. Rechte Maustaste bearbeiten des Menüs. Gucken, was dann passiert. Ah, okay, so kann man dann auch wieder das Hauptmenü à la carte öffnen. Oder wie heißt das hier? Moja heißt das da jetzt, glaube ich. Wenn ich jetzt hier auf Eigenschaften gehe, jetzt kann ich auch schnell hergehen und sagen, ich mache das Menü noch ein bisschen größer. Ja, warum nicht? Das soll oben sein, macht ja auch Sinn. Ich könnte es auch schon jetzt auch nach unten packen. Nein, das wollen wir nicht. Das erinnert mich zu sehr an Windows und deswegen muss das schon oben sein. Automatisch verbergen. Natürlich auch nicht schlecht.
So, und was ich an Ubuntu Mate immer noch sehr gut finde, sind natürlich die Verbergungsknöpfe, dass man das ganze Menü dementsprechend schön verstecken kann. Hat natürlich jetzt einen riesen Vorteil, wenn ich mein zwingend Maximum von meinem Display brauche, dann ist es natürlich prima, wenn man die obere Leiste natürlich dementsprechend ausblenden kann. Das finde ich sehr gut. Das wäre natürlich auch wieder ein Pluspunkt für Mate. Hintergrund könnte man auch noch mal jetzt hier so ein bisschen verändern. Ich denke mal, ob man das hier so ein bisschen transparent sein soll. Mal eben checken. Okay, weiß macht natürlich keinen Sinn. Warum nicht, ne? Können wir mal zum Testen, können wir das ja mal so machen. Sagen wir mal schließen. Bin ich im Vollbildmodus, dann sage ich, die Leiste brauche ich nicht. Zack, ist sie weg. Und hier wäre sehr wieder da. Also das gefällt mir sehr gut. Aber das war, glaube ich, schon immer so bei Gnome, beziehungsweise bei Mate-Gnome 2. So, das wollte ich sagen. Ja, unterm Strich muss ich sagen, Mate ist auf dem besten Wege, eine richtig interessante Alternative zu Ubuntu Gnome zu werden. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Es sind wirklich nur die Kleinigkeiten hier am Menü, die mich jetzt noch so ein bisschen stören. Ja, man kann hier drüber zum Glück auch Anwendungen suchen. Das finde ich schon mal auch sehr gut. Und dementsprechend dann auch starten. Das Plank-Menü, das integriert sich hier auch prima. Compiz läuft selbst in der virtuellen Maschine super. Und ich habe hier einen richtigen Vollbild-Modus. Das finde ich auch gut.